Hallo meine Lieben, ich bin Irena und hier ist eine Legung für euch, spontane, für eine Situation zwischen dir und deinem Seelenmensch. Das heißt, auch wenn du ihn im Moment vielleicht nicht siehst, wir werden schauen, was genau die Karten uns zeigen. Und die zeigen jetzt schon ganz viele. Oh ja. Oh ja. So wie aussieht, meine Lieben. Ich sehe auf jeden Fall eine Situation, die ganz locker angefangen hat. Das war so nicht aus Spaß, aber so wie aussieht mehr, ihr habt euch kennengelernt. Ihr wart vielleicht neugierig und dann war Liebe. Erst dann war Liebe. Zuerst war so ganz lockere Verbindung, vielleicht sogar Freundschaft. Genau, die Liebe, schaut mal, meine Lieben. Das ist die Liebe. Und danach, weil hier sind auch die Liebenden. Schaut mal, meine Lieben. Seht ihr? Und dann war Liebe mit deinem Seelenmensch. Das könnte deine Dualseele sein, das kann deine Zwillingspartner sein, Zwillingsseele und so weiter. Genau, alles war wunderschön. Ihr habt zusammen gearbeitet, ihr habt Pläne irgendwie welche gemacht, so wie aussieht. Ihr wollten Familie aufbauen. Schaut mal, Aussicht auf eine Familie war da. Oder so muss man zeigen. So. Und dann, ihr habt sogar angefangen, ich werde mich nicht wundern, wenn du sagst, ja, wir haben sogar vielleicht Grundstück angeschaut oder Wohnungen angeschaut oder ihr wolltet etwas schon Gemeinsames haben. Und dann plötzlich, das ist dein wirklich Seelenmensch, du kennst ihn schon von anderen Leben. Aber hier ist irgendwie, wieso zu schnell? Jetzt verstehe ich. Und dann waren Ängste. Ängste von seiner Seite, so wie aussieht. Ängste von seiner Seite. Aber du bist auf jeden Fall besondere Frau in seinem Leben. Die Frau da, wo man sich chillen lässt. Relaxen lässt. Er braucht sich nicht verstellen bei dir. Eine wunderschöne, ich sehe wunderschöne Legung, aber von seiner Seite, das macht ihm Angst, weil du geheimnisvoll bist, weil jeden Tag vielleicht veränderst du dich. Ich meine hier, vielleicht jeden Morgen steht er auf und du bist anders. Du redest mit ihm jedes Mal anders. Du bist immer in diesem Fluss. Du bist immer verschiedene Rollen spielst. Aber das heißt nicht, dass du spielst das. Du bist die wahre Frau, tiefe Frau mit ursprünglichem weiblichem Kraft. Und was sehe ich? Ihm war, ich glaube, etwas zu schnell. Etwas, alles zu schnell war ihm und er macht Angst. Was ist jetzt zwischen euch? Momentan hängt die Situation und weißt du, was ich sehe hier? Hier sind drei Frauen. Hier sind drei Frauen. Ich sehe keine... Schau mal. Kommt drauf an, wer du bist. Und wir werden dann schauen, wieso hier sind drei Frauen. Er ist wie in Transformationsphase. Momentan, er ist verändert. Dadurch, dass er Angst bekommt, dass alles zu seriös, zu schnell, er muss viel Kraft investieren in diese Beziehung. Weil, so wie ich am Anfang gesagt habe, ihr habt vielleicht sogar Pläne gemacht für gemeinsame Haus, für gemeinsame Zukunft, wie viele Kinder, vielleicht zu verplant war schon. So wie aussieht, ihr habt schon einen Plan sogar gemacht, wie ihr eure Wünsche verwirklichen werden.
Und dann hat er sich zurückgezogen. Für ihn war das alles zu viel. Das war alles zu viel für ihn. Und im Moment, so wie er aussieht, er ist jetzt im Moment in Transformationsphase. Und so wie er aussieht, er hat auch Auswahl. Momentan sehe ich, wenn du diese Videos schaust, er hat drei Frauen zum Auswahl. Er weiß noch nicht, welche er wählen wird. Schau mal. Eine Königin der Schwerter, andere ist Königin der Münzen und noch eine Königin der, wie heißt das? Stäbe. Schwerter, Münzen, Stäbe. Stäbe, Münzen, Schwerter. Kommt drauf an, wer du bist. Und wir werden gleich schauen, für welche von diesen drei Frauen er sich entscheidet. Aber bitte nicht vergessen, du bist eine besondere Frau in seinem Leben. Gleich schauen wir, für welche von diesen Frauen er sich entscheidet. So wie aussieht, zu Auswahl gekommen, Frau der Schwerter und Frau der Stäbe. Königin der Stäbe und Schwerter. Die mit Münzen hat er oder sich scheiden lassen oder noch etwas, da ist Schluss. Da ist Schluss, hundertprozentiger Schluss. Das heißt, mit Erdelement ist Schluss. Königin der Schwerter, er überlegt sich noch, er lässt sich noch Zeit. Und bei Königin der Stäbe, beim Feuerelement, er hat schöne Erinnerungen, schöne Momente. Kommt drauf an, wer du bist. So, hier, ja, die Momente, die Erinnerungen, die machen ihm sehr schwer, weil irgendwie kann sein, dass er keinen Kontakt zu dir hat. Ich vermute. Du ziehst ihn wie Magnet, die Stäbe, die Feuerfrau, die feurige Frau. Das ist Löwin, Widder oder Schütze. Du ziehst ihn mit deiner Weiblichkeit. Du hast etwas so Feuriges in dir. Du kannst die Gegenstände irgendwie, wie sagt man das? Gegenstände verbinden. Weiblich-männlich zusammen, dass es harmonisch ist. So sieht er dich. Und jetzt die andere, die Schwerte. Na, da ist Blockade momentan auch. Darum, er ist am Abwarten, weil da ist irgendwie, kann sein, du hast ihn blockiert und er hat keinen Zugang zu dir. Bleibt, so wie aussieht, bleibt die Königin der feurige Frau. Stäbe, bleibt Stäbe, ja, so wie aussieht. Egal wer du bist, Feuer, Münzen, Schwerter oder noch etwas, Rad für dich. Rad für dich. Schau mal, mach dir nicht zu viel Gedanken. Schau, dass du deinen richtigen Weg findest in diesem Leben. Genau. Dass du dich öffnest. Geh in dieses neue Leben. Versuche in deinem Leben etwas Neues. Egal wer du bist, welches Element du bist hier. Verstehst du? Egal ob dieser Mann kommt zu dir oder nicht, nimm das Begegnung eure wie Erfahrung und versuche es, deinen Weg zu finden.
Kommt er zurück oder nicht? Oh ja, er kann zurückkommen. Meine Liebe, er kann zurückkommen. Wenn ihr im Moment habt keinen Kontakt, er kann zurückkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob für immer. Oh doch, mein Schatz. Oh doch, mein Schatz. Schau mal. Schau mal. 10 Münzen und 4 Stäbe. Wow. Wow. Liebe ist sowieso schon am Anfang war da. Verstehst du? Liebe schon war am Anfang da. Nur er hat sich erschreckt, dass er es irgendwo arbeiten müsste. Wow, schöne Legung. Er ist jetzt im Moment am, ja, er mit sich selbst. Er muss mit sich selbst. Lass ihm Zeit. Schau, dass du in deine Richtung gehst, dass du deine Träume, deine Wünsche verwirklichen kannst, dass du deinen Weg findest. Hier ist sogar, kann sein, bei manchen wird Umzug, Umzug in neue Leben, Umzug in neue Wohnung, in neue Stadt oder noch etwas. Finde dich momentan, deine Mission. Er kommt von alleine, meine Lieben. Das war Rat für dich. Denk nicht, kommt er nicht. Darüber denk nicht. Denk, dass du deine Weiblichkeit weiter entfalten kannst. Weil diese Karte, das ist dies mehr weiblich. Finde diesen Weg, entwickle dich, positioniere in diesem Leben. Deine Wünsche, deine Träume stell an erste Platz. Mach nichts für einen Mann. Nur wenn das passt mit deinen Wünschen und Träumen. Weil wenn du etwas aufgibst, später wirst du meine Liebe bereuen. So, meine Lieben, so war diese spontane Legung. Ich wünsche euch schöne Ostern. Liebe Ostern. Mit Liebe meine ich. Vielleicht klappt eure Verwandte zu sehen, eure Liebsten zu sehen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß damit und wir sehen uns morgen beim nächsten Legung. Wir machen noch eine. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben.